Hallo und herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Heute in dem Video möchte ich euch zeigen, wie man Randsteine setzen kann. Das ist im Prinzip relativ einfach, keine schwere Arbeit. Wichtig ist halt, dass man genau arbeitet, sonst sieht es hinterher unsauber aus. Und ich zeige euch in dem Video jetzt, wie es funktioniert. Eine Richtschnur gibt die Höhe und die Richtung an, in der es geht. Wichtig ist auch, dass ihr den Boden vorher vorbereitet. Ich habe hier eine Drainage aus einer 0 bis 35er Körnung von Schotter bzw. Mineralgemisch gemacht. Das Ganze verdichtet. Das ist wichtig, damit euch hinterher hier nichts absackt oder durch Frost auch kaputt geht. Jetzt sind wir im Prinzip soweit, dass wir anfangen können, die Randsteine hier einmal reinzulegen. Im nächsten Schritt haben wir hier einmal ein Fundament aus Magerbeton gegossen oder reingeschaufelt in der Höhe von ca. 5 cm. Wie man Magerbeton anrührt, das zeige ich euch in einem anderen Video. Das kann ich hier einmal oben im Video verlinken. Schaut es euch vielleicht vorher einmal an. Ihr müsst es von der Höhe her so machen, dass jetzt der Randstein ungefähr 1,5 cm noch über eure Richtschnur hängt, weil er in der Tiefe noch ungefähr hier in das Magerbetonmisch einsinken wird. Der erste Stein ist gesetzt und das sieht ganz gut aus. Machen wir einmal die doppelte Kontrolle. Wichtig ist, dass wir hier jetzt gerade weiterarbeiten. Wenn wir schon schief anfangen, dann wird es auch schief werden. Hier könnt ihr es ein ganz kleines Stückchen sehen. Der Stein kann noch ein bisschen weiter hier rein. Das kann ich aber jetzt noch korrigieren. Und das ist auch nicht wirklich viel. Das sind ein paar Millimeter. Das ist soweit noch okay. Man kann es hier auch so ganz leicht an der Richtschnur sehen. Aber alles in allem sieht es gut aus. Ich werde den also noch ein ganz kleines Stückchen korrigieren. Und dann setzen wir den nächsten Randstein. Beim nächsten Stein setzen ist jetzt wichtig, dass ihr den nicht gleich sofort auf Kante legt. Erstmal den Stein anpassen auf die Höhe und auch von der Richtschnur her, dass es gerade steht. Und dann könnt ihr den Stein vorsichtig hinten einmal an den anderen Ende hier in die Kante mit dem Gummihammer reinhauen. Wenn ihr das gleich ansetzen würdet, besteht hier die Gefahr, dass eine Kante abplatzt. Das wäre sehr ärgerlich. Von daher erst den Stein anpassen und dann in die ursprüngliche Form reinsetzen. Nach den ersten zwei oder drei Steinen, bevor jedenfalls der Magerbeton anfängt anzuziehen und zu trocknen, solltet ihr hier eine Rückenstütze bilden und das Ganze dann auch einmal glatt ziehen, sodass halt Wasser und Frost hier nicht eindringen kann und das so auch nicht aufplatzt. Also immer zwei oder drei Steine, je nachdem wie schnell ihr seid, setzen. Ich habe es jetzt nach dem zweiten Stein gemacht, weil es natürlich hier mit dem Videodreh etwas länger dauert. Und das ziehe ich jetzt bis zu meinem zweiten Stein durch und dann verlege ich die weiteren Steine genau nach dem Muster oder nach dem Schema, wie ich es hier jetzt auch gerade gemacht habe. Ja, das war das Video, wie man Randsteine legen kann. Im Prinzip ganz einfach. Wichtig ist, genau arbeiten mit Wasserwaage. Hier mit Richtschnur, die ich jetzt gerade schon entspannt habe. Wenn ihr da immer das ständig mit kontrolliert, kann eigentlich nicht viel schief gehen. Denkt dran, den Magerbeton richtig anzurühren, das habe ich euch ja in einem anderen Video gezeigt. Dann das gerade verteilen, die Randsteine reinsetzen, ein bisschen reinkloppen. Passt auf beim Reinhauen der Randsteine, wenn ihr die Kante ansetzt, macht es erst so, dass ihr die auf Höhe bringt und dann die Kante entweder reinschiebt oder ein bisschen vorsichtig mit dem Gummihammer von der anderen Seite die Steine dann zusammenschiebt oder zusammenhaut. Aber halt so, dass die Kanten nicht abplatzen. Das sieht immer hinterher ziemlich hässlich aus und ist sehr ärgerlich. Und ja, viel mehr braucht man eigentlich nicht beachten. Ein bisschen Geduld, ein bisschen Kraft. Die Steine wiegen etwas, aber normalerweise sollte das jeder, der halbwegs handwerklich geschickt ist, hinbekommen. Ich hoffe, dass euch mein Video dabei geholfen hat und auch gefallen hat. Wenn ja, freue ich mich sehr über einen Daumen nach oben. Abonniert auch gerne meinen Kanal und dann sehen wir uns auch im nächsten Video wieder. Bis dahin!